gesagt, ich bin immer wieder enttäuscht über, also darüber, dass die Urnen bei den Wählern, also bei den Wahlen, dass das in Wirklichkeit gar keine Urnen sind, sondern eigentlich nur Kisten. Ne? Ich habe da mal, ja, es ist ein bisschen enttäuschend, irgendwie nicht feierlich. Ne? Ich habe ja in der im Duden nachgesehen, was Urne ist eigentlich eine Art Aschenbecher. Also, ja, Behälter, glaube ich, ja, Behälter. Und in zweiter Linie erst so ein Wahlstimmeneimer. Ne? Aber es ist eben, es ist schmucklos. Jetzt haben wir 6 Wahlen, haben wir jetzt gehabt. Nicht? 6 auf einmal, 6 Wahlen. Mehr hätte die in Bayern schon gereicht. Also die anderen 5 gar nicht gebraucht. Und da habe ich mir gedacht, ich erfinde jetzt mal eine, also das ist jetzt meine. Das ist aber etwas ganz Besonderes, meine eigene Erfindung, die werde ich jetzt anbieten. Das ist ein schocktherapeutischer Korrekturcontainer. Ich habe hier meine Stimme, voll inhaltlich meine eigene Stimme, ne? Also global gesehen, ne? Habe ich hier, ich kann Ihnen jetzt, ich könnte Ihnen sagen, was ich gewählt habe, ne? Aber das kann ich nicht, weil es ist ja zwar eine Nachwahlzeit, aber wir sind ja bereits schon wieder in der Vorwahlzeit, ne? Und da kann ich Ihnen ja nicht erklären, was auf jeden Fall der Wahlkampf hat schon wieder, er nimmt Formen an, ne? Ich habe hier, schauen Sie, die aus der Taz, ein Plakat von einer Cottbuser Zeitung, ja? Ist ein tolles Wahlplakat von der CDU drüben. Die haben gelernt, toll. Da ist also drauf der Lafontaine und der Honecker und beide grüßen auch so, ja? Und lachen und darunter steht, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ist toll. Eigentlich hinten müsste noch irgendwie so eine Büste von Stalin stehen, ne? Und vielleicht hat Fontaine hat vielleicht noch unter dem Arm einen großen Beutel und das sind die PDS-Millionen. Das wäre vielleicht toll. Habe ich gerade in der Tagesschau gelesen, sie werden jetzt gesucht. Ne? Und das müsste alles noch darauf. Muss man sich mal denken, nicht ein halbes Jahr haben die erst, also Christlich-Demokratische Union, gelernt da drüben. Ne? Und schon können sie es mit einer unglaublich schnell gelernten Hinterfotzigkeit, Hinterhältigkeit, Heimtücke und Gemeinheit. Ist erstaunlich. Ne? Also, ich meine, das ist schon der halbe Rühe hier. Ne? Das ist schon toll. So geht's aufwärts. Toll. Also, ich werfe jetzt, ich will nicht ablenken. Ne? Ich werfe jetzt meine Stimme hier in diesen Container, ne? In diesen Korrekturcontainer. Und jetzt ist meine Stimme weg. Nicht? Und was passiert jetzt? Probier's nochmal. Das. Schockartig erkennt der Wähler, dass er falsch gehandelt hat, nimmt einen anderen Stimmzettel, kreuzt es um, ne? Und schmeißt es wieder rein. Spinnst du? Sehen Sie, das war schon eine Stärkekorrektur. Und das wird jetzt so lange gemacht, bis das Ergebnis einigermaßen befriedigend ist und die Stimme passt. So, das ist meine Erfindung. Darf ich vorstellen? Tusch, bitte. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis wir endlich 100%ige Wahlergebnisse haben. So geht es ja nicht weiter. Ich meine, die Splitterparteien sollen ruhig verschwinden, der Wahlkampf kann aufhören. Wir sparen im Jahr 3,5 Milliarden für die Parteien, die damit sowieso was blödsinnige Plakate drucken. Ne? Also, obwohl wir haben ja fabelhafte Mehrheiten rausgekriegt in den letzten Wahlen, kann man nicht anders sagen. Sehr befriedigend. Ne? Jochen Vogel muss das nicht gemerkt haben, weil der hat am Wahlabend im Fernsehen eindeutig einen positiven Trend für die SPD herausgelesen. Das konnte man eigentlich mit Prozenten nicht machen, das konnte man nur mit Promille, aber ich... Naja, aber die anderen Parteien haben sofort nachgerechnet, nicht? Die sind ja alle sehr verunsichert. Und nach 2 Tagen kam die CSU auf eine erschütternde Mitteilung. Sie kam zu der Erkenntnis, dass jeder 5. Wähler in Bayern sie nicht gewählt hat. Stellen Sie sich das mal vor. Jeder 5. hat sie nicht gewählt. Ne? Und das, man erfährt ja viel an dem Abend. Ja, man erfährt ja viel über diese ich habe ja viel gelernt an diesem Abend. Es wird ja jetzt immer besser, Informationen werden ja immer reichhaltiger. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass jeder 7. durch die Statistik, jeder 7. evangelische Apotheker in jedem 2. Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern an Europa glaubt. Ja, sowas muss man wissen, ne? Nicht? Jeder 3. Landbewohner Sachsens hält den St. Raphael für den Schutzengel von der Deutschen Bank.
Auch das ist eine Mitteilung, die wichtig ist. Ne? Auch wichtig. Von 123 arbeitslosen Bitterfeldern halten 122 nichts davon, dass die Zukunft in Europa liegt. Sie sagen, sie brauchen erst mal selber eine. Jeder 120. Schullehrer kann ein Gedicht auswendig. Das ist nicht schön? Sowas erfährt man am Wahlabend, sowas braucht man auch. Ja, toll. Und jeder fünfte Brillenträger, der SPD gewählt hat, legt sie beim Beischlaf nicht ab. Wichtig ist das, auch das Hirn braucht Ballaststoffe, nicht nur der Magen. Und amüsant waren ja an den Fernsehen, ja diese Ausreden der Verlierer. Also es war unglaublich. Der eine hat gesagt, ich bin zerrieben worden zwischen Gorbatschow und dem Brandenburger Tor. Und der andere hat gesagt, ich bin ein Schlechtwettertyp. Bei wolkenlosem Himmel wählt mich kein Mensch. Der andere hat gesagt, ich habe 500 Wahleinsätze hinter mir und habe dabei 2000 Menschen erreicht. Mehr kann man wirklich nicht tun, ne? Oder mein persönlicher Gegner hat meine Dummheit verbalisiert, in infamster Weise. Oder was sollten wir denn machen, Thüringen, nicht? Sollten wir sagen, Deutschland braucht Thüringer? Na, hätte uns doch niemand geglaubt. Oder Deutschland braucht Anhalter? Richtig heißt es Anhaltiner, aber das klingt wie Hund. Die beste Ausrede und die wahrste Ausrede ist immer noch der, die Wähler wählen ja nicht den, der die Pferde im Zaum hält, sondern den, mit dem sie die Pferde stehlen können. Also nicht den, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, sondern hinter den Ohren, und zwar faustdick. Das ist die richtige Ausrede. Was meinen Sie? Und ich glaube das als Wähler ja auch. Ich bin nur langsam etwas genervt, muss ich sagen. Ich gehöre immer zu den Verlierern. Nie bin ich bei den Siegern. Ja, ich habe berühmte Kollegen in München, die waren mutig, die haben in die Zeitung gesetzt, Annoncen, selbst Annoncen gesetzt, und da haben sie reingeschrieben, ich bin für Max Streibl, weil ich beim Bayerischen Fernsehen bin. Oder so ähnlich. Man, die werden Ärger gekriegt haben. Oh. Das ist mutig. Ne? Ich habe dann auch gedacht, ich wollte das aber nicht gleich so direkt so, ne? Ich wollte mich ein bisschen anschleichen. Ne? Ich wollte reinsetzen, ich bin für Max Streibl Luft. Na, das wäre ein erster Annäherungsversuch gewesen, aber es hat keinen Sinn. Ich habe mir gedacht, ich habe schon so viel Routine im Mitverlieren beim Wählen, weil, und ich, also im zunehmendem Alter will ich jetzt auch nicht noch anfangen, mich ernst zu nehmen. Und man hat mir allerdings gesagt, auch bei hohem Alter kann man zwei Dinge noch lernen, und zwar Golf und Jodeln. Wer in einer Höhe von 1500 Metern mit Eisen 4 beim 18. Loch, wer da ein Hole in One schlägt und dann einen Jodel-Di-Hi-Ho aus sich stässt, der kann ganz vernünftige Leute kennenlernen. Am Starnberger See. Und es gibt Leute, die meinen, es wäre jetzt soweit, jetzt müsste man diese Leute kennenlernen, weil es stinkt im Land, es wird stinkig im Land. Die Lufthoheit über den Stammtischen ist wieder zurückgewonnen und der Kopf setzt zur Bauchlandung an. Aus den Universitäten wird gemeldet, der Muff von 1000 Jahren wird schon wieder hochgefahren. Aus dem Appenkopf der Reaktion wachsen 7 neue schon, und auf allen neuen 7 Hydra-Köpfen sitzen Eisiguck-Studentenmützen. Ja, Zeitalter der Zerstörung hat begonnen, der Persönlichkeitszerstörung. Es geht nach oben. Alle wollen nach oben, egal wie sie oben ankommen, ganz egal wie sie oben ankommen. Und ich frage mich nur, bis wann geht das und wann hört das auf? Erst wenn ich Minister bin, mit Büro und Provisionen, soll der Geld- und Lustgewinn in meinem Herzen wohnen. Wenn ich erst Minister bin, makellos und edel, bin ich endlich auch mal in, sitz am rechten Hebel. Was dem einen eine Not ist, dem anderen Tugend.
besser gut gelebt als tot. Platz gemacht der Jugend, Platz gemacht der frohen Natur, die da in mir flutet. Ganz nach oben kommt man nur, wenn ein anderer blutet. Wenn ich erstmal oben bin, geh ich nicht mehr runter. Stolz die Brust und hoch das Kinn und im Herzen munter. Haben, haben, diese Welt lässt sich auch noch kaufen. Und in einem All von Geld will ich dann ersaufen. Wenn ich erstmal Kanzler bin. Wenn er der Kanzler ist. Mit Büro und Illusionen. In mir und mit oben. Soll der Geld und Lust gewinnen. Soll der Geld und Lust gewinnen. In meinem Herzen wohnen. In seinem Herzen wohnen. Was ist denn schon viel dabei? Was ist denn schon viel dabei? Einmal kurz nach oben. Einmal kurz nach oben. Und schon wieder eins, zwei, drei. Und schon wieder eins, zwei, drei. Stößt man zwei zu Boden. Wow, wow. Naja, naja. Stellt er sich sehr leicht vor, Minister werden. So leicht wird bei uns keiner Minister. Jetzt schon mal gar nicht, weil die Konkurrenz wird größer. Es sind ja jetzt viel mehr Leute, die Minister werden wollen. Jetzt, ab 2. Dezember zum Beispiel der Distel. Ne? Der muss unbedingt Bundesminister werden. Und den kriegen wir auch irgendwie rein. Irgendwie wird es schon gehen, weil das ist ja ein tadelloser Mann. Das ist ja ein genialer Mann. Stellen Sie sich mal vor, der hat ja die große Idee gehabt, die Stasi dadurch zu vernichten, indem er sie einfach in sein Ministerium reinholt. Nicht rausjagt, reinholt. Weil das sind ja Geheimagenten, das sind ja die einzigen, die sich untereinander kennen, sind sie ja selber. Das heißt, so können sie sich am besten gegenseitig denunzieren und rausschmeißen. Ist das nicht eine tolle Idee, wenn dieser Distel, der weiß ja jetzt auch alles, die wissen ja alles über die Stasi und er weiß von der Stasi, also die Stasi weiß von uns, die hatten ja diese Richtmikrofone, nicht über weite Strecken konnten die ja, das hat ein ziemlich leitender Angestellter unserer Post, also ein ziemlicher Oberpostler, in einem Interview hat er das gesagt, wenn er gewusst hätte, dass die Stasi diese Richtmikrofone gehabt hätte, hätte er gesagt, dann hätte er sich aber sehr gewundert. Und er hätte ja nur den Biermann fragen müssen, der hätte es ihm schon gesagt, aber den kannte er wahrscheinlich wieder nicht. Nur gut, aber auf jeden Fall, wenn der Distel jetzt alles weiß, zum Beispiel, dass, also, die haben ja dann alles untersucht, so die Freizeitpraktiken und die, also, sagen wir, die Umwegerotik von großen Politikern, nicht? Wenn jetzt herauskommt, über die Stasi und über den Distel, dass das alles halb so wild war und dass die gar nicht so potent sind, wie man immer sagt, dann wird es denen sehr unangenehm sein und dann werden die ja alle erpressibel und der Distel wird ja ministrabel dann. Ach, das ist ja ganz klar. Der hat ja auch noch eine tolle Idee gehabt. Der hat gesagt, die Leute müssen für ihre teure Stasi-Ausbildung müssen ihr Geld zurückkriegen, wie bei uns BAföG. Verstehen Sie? Das ist sinnvoll, weil die können ja, die haben das alles gelernt und können das fabelhaft, nicht schnüffeln, schießen, prügeln. Nicht? Und die kennen jeden Bürger in der ehemaligen DDR auswendig, die kennen jeden persönlich, kennen ihre Wohnungen, wissen, wo alles steht, nicht? Und müssen nicht extra einbrechen, so wie jetzt die Polizei bei der PDS. Die müssen nicht einbrechen, weil die haben ja noch die Nachschlüssel von damals. Ich finde, wie toll. Und das Schöne ist, die sind doch... Und die übernehmen ja die schmutzigste Arbeit. Das machen ja andere nicht, nicht? Die übernehmen ja jede Schmutz und billiges Geld. Die sind ja billiger als unsere. Die sind billiger als unsere Geheimagenten, nicht? Die werden natürlich dann sauer sein, weil die... Ja, was sollen sie machen? Sollen sie auf eine Demo gehen? Verfassungsschützer auf der Demo wäre nicht schlecht, wenn sie sich vermummeln. Aber das ist ja verboten. Also, ich muss schon sagen, nein, der Distel ist wirklich okay. Deutschland braucht Sachsen. Also, sagen Sie mal. Was ist? Wie können Sie hier und heute vor die Leute hintreten, ohne ihnen zu sagen, dass Sie sich wirklich freuen? Die Leute? Nein, Sie. Ich ich freue mich, Sie zu sehen. Nein. Nicht? Ach so, die Leute freuen sich, dass sie mich sehen. Freuen Sie sich mal, oder? Bin ich genug gefreut? Nein. Nein. Nicht? Nein. Also worüber soll ich mich noch freuen? Bin ich CSU-Mitglied oder was? Alle Welt freut sich. Über die CSU hinaus. Ja? Der Kanzler freut sich, der Außenminister freut sich, George Bush freut sich, Ronald Reagan freut sich, Nancy freut sich, Maggie Thatcher freut sich. Auch? Tut so, als würde sie sich freuen. Ja. Horst Tappert freut sich. Nein! Ja, Rudolf Augstein freut sich. Rudolf Augstein, da muss was Schlimmes passiert sein. Also,
Wenn für Sie die deutsche Einheit was Schlimmes ist, ach so, ja? Über die deutsche Einheit soll ich mich freuen, natürlich. Schlimm ist es nicht. Ich überlege mir nur, ob, schlimm ist nur, wenn zum Beispiel die Einheit bei den Deutschen, bei den Fischerchören, nicht? Ich meine, aber gut, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Nein, nein, aber sagen Sie mir was Gutes darüber. Also erstmal denke ich mir, dass wir mit den Sozialisten alles das nachholen können, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Nazis versäumt haben. Irrtum, weil jetzt haben wir ja nicht nur eine unbewältigte Vergangenheit, jetzt haben wir ja zwei. Ja, aber das regeln wir schneller, weil wir Erfahrung haben. Im Gegenteil, weil die erste unbewältigte Vergangenheit hat ja nur 12 Jahre gedauert, die zweite 45 Jahre. Also Sie finden an der deutschen Einheit wohl gar nichts Positives, hä? Ach ja, wenn man bedenkt, dass das Kuratorium Unteilbares Deutschland aufgelöst wird, ja. Mangels Geschäftsgrundlage. Ja, und zu verfrüht. Verfrüht? Ja, wir stehen ja unmittelbar vor der zweiten Teilung Deutschlands. Woher wollen Sie denn das wissen? Ja, das hat der Widersachse, der berühmte Widersachse Kurt Biedenkopf, ganz in aller Öffentlichkeit gesagt. Er hat gesagt, also, die ehemalige DDR wird Arbeit und Leistung einzubringen haben, die neue Ländergemeinschaft, Kapital und Wissen, wir vom Westen. Arbeit und Leistung. Ja, dann dürfen Sie arbeiten und leisten. Und wir arbeiten, was ist Ihnen ja durch den Druck des Sozialismus versagt geblieben. Mhm. Und ob die das wollen? Stellen Sie mal vor, was dir noch alles bevorsteht. Ja? Die ganze Aufbauphase, der Aufschwung, das Wirtschaftswunder. Da hatten wir immer schon Heidenspaß dran. Ja, ja. Seien wir doch mal ehrlich. Denken wir nicht manchmal dankbar und gerne an jene Jahre zurück, wo jede selbstgedrehte Zigarette ein Erfolgserlebnis war. Und Sie meinen, das wollen die? Ja, aber sicher. Arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. Ja, das führt uns allerdings umso schneller zu der zweiten deutschen Teilung. Teilung in ja, was? Ja, in den östlichen Arbeiter- und den westlichen Bauherrenstaat. Ja, das ist die zweite deutsche Teilung. Ja. Jetzt kommt die Stillstehzeit in Tag! Haben Sie sich schon gehört? Es Nein. ist Weihnachten Was? In 60 Tagen. Das ist doch schon ja. wieder ein Grund, sich zu freuen. Ja, im Oktober, ja, und nicht für mich, nicht? Weil das ist das erste gesamte deutsche, das erste Weihnachten, was Deutsch, was, also hat man, mich hat man jedenfalls als interredaktioneller Koordinator zusammen beauftragt. Sind Sie, dass man das mal, kommen Sie mal her. Sind Sie nicht der Hausbote? Ja, das hat sich sonst keiner traut. Was ist denn daran so schwierig? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich kann es Ihnen verklären. Man weiß ja nicht, was man machen soll. Ne? Ja. Stellt man Lichtler ins Fenster für die verlorenen Brüder und Schwestern jenseits Oder und Neiße oder Neiße oder... oder, sagt man, dürfen Stasi-Leute als Weihnachtsmänner auftreten? Was? Oh. Ja, oder nehmen wir die Fischerkehre? Nein, die nehmen wir nicht. Nein. Ach so, ja, es geht also jedenfalls, es geht viel zu schnell. Nicht? Seit die unsterblichen Überreste von Deutschland beigelegt und wiedervereint sind und seit die Lottofee in Form von Kohl die Ziehung der Deutschen über den Tisch der Einheit bekannt gegeben hat, geht es alles viel zu schnell. Na ja. Das ist doch, da muss mal endlich ein Tempolimit her, weil vor den Schadstoffen, die die Politiker ausstoßen, schützt ja nicht einmal mehr ein Drei-Phrasen-Katalysator. Allah! Obwohl wir Deutsche ja vom Tempo leben, nicht? Ja, nicht umsonst gibt es bei uns keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. Deutsche Geschichte war immer schon etwas kürzer. Das tausendjährige Reich war Rom in 12 Jahren. Ja. Ja, ich beeile mich. Ja, ich glaube, es ist besser. Zurück zur Einheit. Ja, zurück zur Teilung. Ja, zurück zur Teilung in das östliche Arbeiter und das westliche Bauern. Also, Sie müssen aber auch alles madig machen. Ja, das ist ein altes deutsches Sprichwort. Wenn der Wurm erst mal drin ist, dann tanzen die Maden auf dem Tisch. Alle mäkeln bloß rum. Keiner kann sich richtig freuen. Also, wissen Sie, es hat schon seinen Sinn, dieses Mäkeln an der Einigkeit. Dieses Mäkeln an der Einheit nenn ich eine Hundsgemeinheit. Und ihr linken Helden mäkelt immer zu. Wer an dieser Einheit mäkelt, weil ihn diese Einheit äkelt, dem ist diese deutsche Einheit kein Tabu. Unsere Einheit ist was Heeres. Ach, wie wär es schön, das wär es.
Unterm Reichstag wird die Flagge schwarz-rot-gold. Passt denn wer ein 1000-Markschein? Doch der Beitritt ist ein Markstein. Der nun hoffentlich nicht wieder talwärts rollt. Die deutsche Teilung ist vom Tisch, die DDR ist aus der Welt. Die deutsche Einheit Bügel, Fisch und Gatter, die aus dem Ei gefällt. Dieses Mäkeln an der Einheit zeugt doch nur von Geisteskleinheit. Wer Verstand hat, jubelt dieser Einheit zu. Wer an dieser Einheit mäkelt, weil sie ihm zu lasch gehäkelt, dem raubt dieser Jubel mitleidlos die Ruhe. Denn an der Einheit ihren Glanz und ihre Reinheit. Glanz und Reinheit einer Einheit sind mir fremd, eher seh ich sie gehudelt, von der Gier nach Geld besudelt. Für die Einheit gebe ich mein, für die Einheit gebe ich mein, von der Gier nach Geld besudelt. Olé! Apropos Hemd, ich hätte da mal eine Frage an Sie. Ja, bitte? Sie haben doch sicherlich eine Frau zu Hause oder sowas Ähnliches. Hab ich. Ja, dann sagen Sie doch mal, wie macht die das mit den Hemden? Mit welchen Hemden? Mit Ihren. Mit meinen Hemden. Was soll sie mit meinen Hemden machen? Mit den Ärmeln. Mit welchen Ärmeln? Mit den Ärmeln von den Hemden. Wenn Sie schleißig geworden sind. Meine Ärmel von meinen Hemden sind nicht schleißig. Verzeihung, was tragen Sie für Hemden? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Doch. Meine sind nämlich schon nach einer Woche schleißig. Ach, was tragen Sie denn für Hemden? Also, ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Aha. Dann frage ich anders, was machen Sie denn mit Ihren Hemden? Mit den Ärmeln. Ja, mit Ihren Ärmeln. Ja, was machen Sie mit Ihren Ärmeln? Sie meinen wohl mit den Hemdsärmeln? Ja! Also, meine Frau schneidet sie immer ab. Das ist doch gut, das ist doch eine Lösung. Nein, kurze Ärmel kann man ja nicht mehr krempeln. Ja, deswegen sind ja die kurzen Ärmel dran, weil damit man sie nicht krempeln muss. Das ist doch praktisch. Nein, das ist typisch weiblich. Was? Unsere Politiker sagen, um die deutsche Einheit zum Erfolg zu bringen, müssen wir alle die Ärmel hochkrempeln. Und was tun unsere Frauen? Sie schneiden sie ab. Meine Frau schneidet nicht die Ärmel von meinen Hemden ab. Ja, ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass Sie nicht krempeln. Ja, Sie etwa? Na und ob? Von Montag bis Freitag kremple ich jeden Tag 8 Stunden lang. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aha, gleitende Krempelzeit. Krempelzeit. Ja, Wahnsinn. Ja, wieso? Unsere Politiker müssen sich doch was damit denken, wenn sie sagen, wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln. Ja, glauben Sie denn, dass unsere Politiker Ärmel hochkrempeln? Meinen Sie, die krempeln? Die krempeln doch auch nicht. Kein Mensch krempelt. Krempeln Sie? Ja, ich krempel auch nicht. Aber es ist doch verantwortungslos. Da reden sich unsere Politiker den Mund fusselig und wer hört auf Sie? Keiner. Außer Ihnen. Ja, außer mir. Ja, einer muss ja den Anfang machen. Und wenn ich jetzt Sie überzeugen könnte, ja, und Sie dann ein oder zwei Ihrer Bekannten und die dann Ihrerseits... Ein Schneeballsystem, verstehen Sie? Ich habe einen Politiker... So, dass dann irgendwann der Tag kommt, an dem die gesamte männliche Nation mit aufgekrempelten Ärmeln... Hey, hören Sie auf, ich habe den Politikern schon mal getraut. Und was habe ich davon gehabt? Was haben Sie davon gehabt? Ein Magengeschwür. Wo hatten Sie das denn her? Vom Gürtel enger schnallen. Mein Gott, Sie schnallen ja überhaupt nichts. Stellen Sie doch mal vor. Millionen von aufgekrempelten Ärmeln stehen tatendurstig bereit. Und wenn jetzt das Geringste gelogen wäre von den hohen Herren, dann stehen wir doch diesmal alle wie ein Mann und rufen, wir sind das Volk. Wie viel Mann? Alle Mann. Und rufen Rache für Gorleben. Nein, wir sind das Hemd, das Volk. Ja, und für eine Lüge sollen wir alle auf die Straße, müssen wir dauernd auf die Straße. Mann, Sie zermeckern einem auch jeder Auffallung. Stellen Sie doch mal vor, oder nehmen Sie mal diesen hinreißenden Satz von Bismarck. Setzen wir Deutschland in den Sattel. Reiten wird es schon können. Ja, über Stock und Stein und Stumpf und Stiel. Die Reiter kennt man. Wer sind wir? Wir sind das Pferd. Ach, du Fröhliche! Sie, also ich habe jetzt schon ein bisschen was ausgearbeitet, aber wie soll man das machen? Das muss ich. Gemeinsames Weihnachten. Ja, gerade war erst die wunderbare Einheitsfeier. Also, das war ja so wunderbar. Sogar in Bonn waren sie außer Rand und Band. Kaum ist der Kohle mal aus der Stadt raus, da feiern die. Wunderbar! Also, wunderbar! Ja.
wie sich ein ganzes Volk dermaßen über neue Schulden freuen kann, das ist mir unerklärlich. Unerklärlich, was kann man doch mit Weihnachten bloß noch abstinken? Ich bitte Sie, ja? Entschuldigung, ja? Was soll man an Weihnachten auch noch bringen? Weihnachten ist ein Fest des Schenkens und der Armut, ja, ja, da denken gleich die neuen Bundesländer wieder, Sie sind gemeint, ne? Dabei ist Armut etwas sehr Christliches. Schon das Jesuskind war arm in der Krippe und schon damals standen die Ochsen ratlos drumrum. Da soll keiner jetzt kommen mit Besinnlichkeit, weil es uns Deutschen halt gut anstünde. Er ist doch Krampf. Weihnachten lebt doch gerade im Jahr der Einheit vom Konsum und von der Hektik. Ja, wir haben doch von Weihnachten seit Jahren nur noch eine Preisvorstellung. Und gerade jetzt, gucken Sie mal, wenn ich das angucke mit Konsum und D-Mark-Wirtschaft und Hi-Check und das, wenn man das an Weihnachten hat, so muss Garten Eden gewesen sein. Ja, das ist das Jenseits. Weihnachten ist gerade im Jahr der Einheit die Vertreibung der Deutschen in das Paradies. Das ist doch klar, das hat man ja schon viel durch Konsum. Das hat man ja schon lang gesehen vor dem Paradies Einheit und vor Deutschland natürlich durch Konsum. Ja? Allein vor dem 3. Oktober haben ja 800.000 ehemalige Bundesbürger haben ja Ansprüche an Land in der ehemaligen DDR. 800.000, das sind ja pro Bundesbürger, ehemaliger Bundesbürger, mal 800.000, sind ja mindestens pro Mann 150 Quadratmeter. Das sind ja also mal 800.000, sind, behalte drei, merke Deutschland, hole Deutschland herunter. Das sind also, sagen wir, 120.000 Quadratkilometer Land an Ansprüch an die alte DDR. 120.000! Ja, die DDR hat ja über bloß 108.000 Kett. Ha? Ja. Können Sie sich ausrechnen, dass die DDR eigentlich für bundesdeutsche Ansprüche viel zu klein war? Wir haben ja auch den Kaufvertrag, den Staatsvertrag. Ja. Über den Erwerb des Gebrauchtlandes DDR. Bloß deswegen unterschrieben, weil wir uns das ja ausgerechnet haben, dass wir mal später irgendwann die DDR um ein Vielfaches weiterverkaufen können. Also zum Beispiel an die Japaner. Bitte, also die haben in letzter Zeit so viel Geld ausgegeben für Kunst und Kultur. Und die DDR ist so alt und so im Originalzustand. Das heißt, man darf so nicht reden, das ist doch Krampf. Was haben wir der DDR, also was haben wir denen schon alles geschenkt? Ja? Was haben wir denen hergegeben? Also jetzt bei den Wahlen zum Beispiel, haben wir ihnen die SPD, haben wir ihnen nicht geschenkt, weil wir uns die allmählich selber schenken können. Ja, dann haben wir ihnen, also die SPD bietet einfach zu viel an, auch wisst ihr. Und je mehr eine Partei anbietet, umso weniger Wähler hat sie. Kohl bietet nicht viel an, aber man kann sich's merken. Das ist gemein, man soll nicht über Kohl so viel lachen. Ich würde ihn nicht mögen, das ist überhaupt nicht wahr. Er hat mir schon so viel Freude bereitet im Leben, das kann überhaupt nicht mehr. Und das wirklich nicht. Man kann über Kohl auch nicht sehen. Man soll es auch nicht machen. Man soll es einfach nicht. Kohl ist ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch wie du und... Nee, da ist Schluss. Schluss, jetzt weiter. Schluss. Jetzt. Weiter im Text. Also, wir haben ja den ihn verpasst. Nicht? Allein in Sachsen haben ja 56% haben ja überhaupt von ihrem Wahlrecht gar keinen Gebrauch genommen. Die haben gleich Kohl genommen. Sofort. Wunderbar, aber mit solcher Wucht, wisst ihr, die haben ihn ja richtig gehamstert. Ja, früher hat es Banane gegeben, dann haben die alle Banane aufkauft, jetzt wird Kohl angeboten, dann fressen sie den. Aber so, wie so eine Missionierung auch funktionieren kann.
Früher hat man Tausende von Missionaren gebraucht, die hat man zu den Schwarzen geschickt. Heute reicht ein Schwarzer, den schickt man darüber. Aber auch nein! Aber wie bist du? Wunderbar! Einmalig! Ja. 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 Und trotzdem unzufrieden. Na, stellen Sie sich nach, sagen Sie, ja, Sie wüssten nicht, ob Kohl sein Wort auch halten könnte. Aber da kennen Sie ja Kohl schlecht. Ja. Der stellt sich einfach nach, sagt ein Satz, sagt er, Entschuldigung. Ne? Das war nicht der Satz, da kommt schon noch mehr. Er schwätzt ja, das N spricht er immer draußen. Ja, mir wird's immer nass davor, aber gut. Also, Entschuldigung. Was heißt, ich kann mein Wort nicht halten? Das ist doch eine Unverschämtheit. Was heißt, ich kann kein Wort halten? Wie oft halte ich eine ganze Rede? Ja. Wenn man sich das anhört, dann muss man doch sagen, die waren saublöd. Ja? Also, Entschuldigung, saublöd. Wir hätten doch alles für die gemacht, für unsere Landsleitetriebe. Alles. Wir hätten ihnen unsere Bundespolitiker gegeben. Milliardenkredite, Weihnachtspakete. Wir wären gestorben für unsere Landsleute in der DDR. Gestorben, jawohl, gestorben. Aber mit ihnen leben. Das scheitert schon an Weihnachten. Stille Nacht zusammen! Sollte Deutsch für Deutsche sein. Mit deutschem Mut vereinten Sinns, ich weiß nicht, soll ich lachen, soll ich schreien? Als könnte man stets überall eindeutig Position beziehen. Ich bin verwirrt in diesem Fall und komm mir vor wie ausgeliehen. Ob deutsches Blut, ob deutscher Geist, ob deutscher Stahl, ob deutscher Sand. Mir fehlt nun mal, ich weiß nicht wie, das rechte Herz fürs Vaterland. Sack, der noch von 68 träumt, von Bier und Beifall aufgeschwemmt, schon längst den letzten Zug versäumt. Doch träum ich immer noch und bleib verrückt nach meinen Utopien, die allerdings hat man mir hier wie damals drüben nie verziehen. Ich singe Deutsch, so gut ich's kann, und lieg sehr gern am Isarstrand. Und doch, mir fehlt es nun einmal, das rechte Herz fürs Vaterland. Jetzt
blasen sie zum Ausverkauf die Wucherer und Makler rund, das ganze Leichenschänderpack, und tun sich groß und geben kund und krönen von der alten Mär vom Wunder, das zu guter Letzt nur ihnen hilft. Und übrig bleibt ein Volk verraten, aufgehetzt. Man müsste es behutsam und besonnen pflegen, dieses Pfand. Ich weiß schon gut, mir fehlt nun mal das rechte Herz fürs Vaterland. Und wo versteckt man heute die, die kürzlich wirklich vorneweg als neue klare Melodie die Füße stemmten in den Dreck? Wer hat das alles eingeheimst? In welchen Schlund fiel diese Zeit? Fiel dieser viel zu kurze Herbst der Wärme und der Einigkeit? Was war das doch für ein Triumph, als Mauern bröckelten zu Sand? Da hatte ich für kurze Zeit ein Herz für dieses Vaterland. Prost, Deutschland, alles Gute, und ich hoffe, du hältst, was man verspricht. Ich lach und streite gern mit dir, doch mit dir jubeln will ich erst mal nicht. Zeitgemäßen Bau geschmeckt. Ich hänge dieses Jahr nur Kartoffeln dran, ein paar Möhren dran vielleicht, ne? Aber nur Kartoffeln. Wenn Sie aus Solidarität mit den Bauern drüben, die wurden ja erst mal gelegt, nee, erst wenn sie mal gelegt worden, dann wurden sie LPGisiert, dann wurden sie jetzt wieder auseinandergejagt und dann werden sie wieder gelegt. Das heißt, nein, das heißt anders, die heruntergefahren, sie werden heruntergefahren. Das hat der Staatssekretär Kittel vom Landwirtschaftsministerium hat gesagt, er will die 800.000 auf dem Lande Beschäftigten auf 400.000 herunterfahren. Also, ja wie? Heruntergefahren oder heraus oder wo runtergefahren? Ich meine, wo kommt so ein heruntergefahrener Bauer dann an? Nicht, wenn er runtergefahren wird. Und womit wird er gefahren? Mit dem Traktor oder mit Gewalt oder... Oder fährt der Staatssekretär Kittel mit dem Finger eine Liste runter und streicht jeden zweiten durch oder so. Ne? Könnte ja sein. Oder ist der Kittel überhaupt schon mal rübergefahren, um zu wissen, wer da runterfährt? Es wird überhaupt unheimlich viel gefahren. Es wird immer runtergefahren und raufgefahren. Züge sind schon abgefahren, ins Ungewisse. Einfach abgefahren, nie angekommen, irgendwo versickert so. Ne? Und Weichen werden gestellt in die Zukunft. Dabei sind die Schienen noch gar nicht da. Toll! Aber es wird trotzdem gefahren und gefahren und gefahren, rausgefahren, raufgefahren, reingefahren, raus. Und dann geht plötzlich eine Brücke im Land kaputt und steht alles und geht nichts mehr weiter. Nichts geht mehr weiter. Ja, aber das macht nichts, weil wir fahren weiter die Wachstumsquote jetzt hoch, ne? Und die Zweifel wieder runter. Nicht, weil die Mehrheit hat ja entschieden, der Kurs ist richtig. Das ist einfach richtig. Ne? Vor 15 Jahren haben wir mal gefragt, vielleicht müsste man die Erde erst mal reparieren, bevor wieder was raufgefahren wird. Aber das ist Quatsch. Dann hat man so eine grüne Rothaut, so ein Indianerhäuptling, hat jetzt mal gesagt, nicht? Erst wenn der Letzte merkt, dass kein Halm mehr auf der Erde wächst, dann werden die Menschen merken, dass man Geld nicht fressen kann. Das ist natürlich Unsinn. Erst muss man das Geld mal haben, bis man merkt, dass man es nicht fressen kann, nicht? Außerdem, ja, ist doch wahr, ne? Außerdem ist das auch Unsinn, weil es heißt ausdrücklich, jemand hat seine Pension verzehrt, ne? Oder er verzehrt seine Rente. Nicht? Also man kann, und wenn es dann wirklich so weit sein sollte, mein Gott, dass der Wald ein bisschen vermickert und dass das Wasser versickert und dass, sagen wir mal, die Reparaturkosten hochgefahren werden müssen und der Lebensstandard runtergefahren werden muss, dann wird eine geniale Idee da sein. Ich weiß schon welche. Dann wird in jedem Bundesland eine Planstelle für einen Indianer eingerichtet. Das sehe ich jetzt schon. Raufgefahren. Dann werden Indianer raufgefahren. Das ist ja die Sprache. Ich glaube, die Wähler verlieren gar nicht so sehr bei den Wahlen und die Parteien auch nicht. Und die gewählt werden, dann niemand. Die Sprache verliert unheimlich. Also ich muss schon sagen, ich bin da ein bisschen, was zum Beispiel
hat der Bundeskanzler gemeint, als er in München, ich habe es deutlich gehört, ausgerufen hat, Max Streibel verdient unser vollstes Verdauen. Hat er wirklich gesagt? Nein, nicht das Wort Verdauen. Mann, das kann jedem mal passieren. Das hat er wirklich gesagt, aber das muss nicht sein. Nein, vollstes. Wissen Sie? Vollstes. Entweder das ist was voll, nicht? Ein Eimer Wasser ist voll und man kann keinen Haufen da drauf, ne, gießen, das geht nicht. Ne? Oder, aber vollstes geht einfach nicht. Ich bin ja nicht empfindlich, aber sensibilisiert. Wenn zum Beispiel am Wahlabend ein TV-Reporter dann sagt, und nun befragt mein Kollege P. Herrn de Maizière. Ich meine, das hat er wirklich gesagt. Ja. Einfach so. Na, kann ich nur wieder aus meiner heißgeliebten 10. Muse rezitieren, wenn ich es noch hinkriege. Das muss ich ja reimen. Man fragte mich, heißt fragte oder frug? Ich sagte drauf, ich wähle immer fragte, da man ja statt sagte auch nicht sprächsug. Was schlechtem Ohr und Sprachgebrauch behagte. Der andere sprach, ich werde daraus nicht klug, man sagt doch auch nicht schlagte oder tragte. Ich sagte, Ausnahmen sind nur schlug und trug. Doch tug, rug, zug und wug noch keiner wagte. Nun wird der Zweifel, der bisher sie plagte und nagte, nicht etwa Plug und Nug, behoben sein, ob richtig, frug, ob fragte. Der andere sprach, sie haben recht und schlug sich an die Stirn, als ob ihm Licht nun tagte. Verzeihen Sie, dass ich so töricht frug. Das ist eine echte deutsche Frage, wie man Schallwellen spricht. Deutsche Fragen sind ja immer etwas schwieriger. Ne? Deutsche Fragen sind entweder ganz schwer oder geschlossen oder offen. Also egal, ob es eine deutsche Frage geschlossen oder offen ist, im Moment ist eine ganz andere Frage dran. Wir stellen uns geschlossen jedenfalls die Frage. Die Frage nach den Kosten der deutschen Einheit ist ja völlig falsch gestellt. Ach, wieso? Ja, weil sie vortäuscht, dass wir auf die deutsche Einheit verzichten könnten. Ja, umso dringender muss sie immer wieder gestellt werden. Wie hoch halten Sie die Kosten der deutschen Einheit? Die Kosten der Einigkeit. Puh, eine Kleinigkeit. 11 oder 14? Puh, das wäre doch gelacht. Sie dürfen das nicht subventioniert sehen. Allenfalls 8. Letztendlich bringt es die Masse. 8 aus welcher Kasse? 18. 20. Kasse. Gehe mit oder höre auf 60. Schnickerei rechts. 70. Ergibt sich. 80. Erhöhen über 80. Auf 90. Deutsche Dresdner Commerzbank freuen sich. Anschubfinanzierung? Nein, Investitionsquotierung. Liquidierung oder Liquidität? 348. Nein, 400.306. 100. 100? Und 300. Millionen? Milliarden. Nach den Wahlen. Sie operieren mit den falschen Zahlen. Deutsche Commerzbank und Dresdner Bank strahlen. 13 brutto für netto. Hat der Weigel in petto? Quatsch, nimmt der Zinsen. Rest in die Binsen. 13 minus 6 blieben? 7. Ich gehe runter auf 12. Ich erhöhe auf 8. Dann sage ich 11. 10. Gemacht. 10 minus Klammer 10 plus x. Jetzt ist es evident. Die deutsche Einheit kostet nichts. Noch weniger, sie kostet minus x Prozent. Los, minus x Prozent. Und wen? Oscar Lafontaine. Auf Wiedersehen.